Sprich zu mir, Herold des Wäschelifts. Es dürfen nur vorschriftsmäßig gefertigte Kleidungsstücke transportiert werden. Ich höre immer nur bla bla bla. Dieses Plakat, es verschweigt die Praktik. Haben wir schon. Das haben wir, glaube ich, nicht gehabt, ne? Die Wäscherei hat... Oder? Die Wäscherei hat das gut verpackt. Ich trage doch schon Wäsche. Oder ich glaube, ich habe schon... Na egal. Halt, ich möchte noch damit reden. Nein, mit... Na gut, das haben wir schon. Okay. Die Säcke. Die Wäscherei hat das gut verpackt. Ich trage doch... Okay, das sind wahrscheinlich... Das sind die gleichen Dialoge. Okay. Mit den Säcken. Das ist zu fest ein... Hallo, ist da die Wäscherei? Rannis Waschala. Ich... Hat man auch schon. Dann können wir aber jetzt anspucken. Da ist nichts mehr drin. Oh. Hat man schon. Gefühlt zum 2 Millionen Mal. Irgendwie uniformartig. Hat man, glaub, alles schon, ja. Was? Das gibt's doch nicht. Die Schere hinterlässt nicht mal einen Kratzer. Wenn ich doch nur Benzin für die... Okay, der in einem Sack, auch nicht schlecht. Das ist eine Cock... Ja gut, das sind die gleichen Dialoge, dann kann ich wenigstens... Sieh mal, Harvey, Wäsche! Sind das lustige Faschingskostüme? Nein, es sind diese unpersönlichen Krankenhausnachthemden. Dann lass uns weiter... Dann kann ich aber wenigstens nochmal anmalen und so. Denn das gehört dazu. Was ist eigentlich... Ein weiter... Du... Melanie... In diesem Bild kommt Captain... Ja, und haben wir, glaube ich, alle schon gehabt, ne? Der Stromverbrauch hält sich noch in Grenzen. Jawohl. Aber erstmal alles andere durchhören. Der ist in diesem Kasten eingesperrt. Der kann doch bestimmt aufschlagen. 21.913 Kilowattstunden. 21.914 Kilowattstunden. 21.915 Kilowattstunden. 21.855! 21.916 Kilowattstunden. 12! 1.335! 12! 12! Verflixt. Verzählt. Sehr gut, Edna. Mit 12 Kilowattstunden hat man es hinbekommen. Der Stromverbrauch hält sich noch in Grenzen. Jawohl. Nein, das verbraucht keinen Strom. Merkwürdig eigentlich. Habe ich das Perpetuum mobile erfunden, ohne es zu merken? Ganz bestimmt. Nein. Hat man schon. Nope. Halt. Nope. Ich hasse dich, Cornflakes-Schachtel. Nein, die... Nope. Nope. Es wird viel zu viel... als würde jemand ständig das Licht... Okay, der Dialog wird nicht angezeigt. Harvey verbraucht keinen Strom. Und trotzdem läuft und läuft und läuft er. Ich bin wie dieser Hase aus der Batteriewerbung. Nur eben mit Gehirn. Das spielt wahrscheinlich auf was an, ich weiß gerade nur nicht auf was. Warte. Was ist jetzt? Oh, ich meinte natürlich... Ah, das wollte ich ja... Jetzt habe ich... Warte, ich notiere mir kurz den Zählerstand. Was ist jetzt? Oh, sagte ich, ich notiere mir den Zählerstand? Ich meinte natürlich, mach doch selbst. Aha. Nein. Und hier? In diesem Bild knallen im Tiefparterre-Cave die Sicherungen durch. Scheiße, aber jetzt können wir wahrscheinlich wieder angucken. Es wird viel zu viel Strom verbraucht. Als würde jemand ständig das Licht brennen lassen. Wer nur? Ich habe keine Ahnung. 21.000. Das hatten wir schon. Es wird viel, als würde jemand... Okay, dann sind wir hier fertig und raus hier. Ach, cool, wir sind wieder hier. Oder jetzt halt auf der anderen Seite. Oh, nicht schlecht. Und den Raum kennen wir. Na, dieser Raum hat mir nie so richtig optisch gut gefallen. Ich fand den immer, also die Striche waren mir zu dicht aneinander und die Perspektive fand ich irgendwie verkürzt so. Also sehr gut, dass ich den Harveys neue Augen auch nochmal nachzeichnen konnte. Ich habe, das ist einer der wenigen Räume, wo ich wirklich das alte Layout genommen habe und das Ganze halt mit einer HD-Auflösung nochmal ganz neu gezeichnet habe. Hat sich gelohnt. Ich glaube, der direkte Vergleich müsste ich mal ausprobieren. Die Screens nebeneinander halten
Und dann vielleicht masturbieren. Weiß ich nicht. Irgendwas in der Richtung. Gute Idee, Poki. Mach das mal. Oh, guck mal, ein Daedalic-Logo. Cool. Aber den Raum kennt man, wie er schon erwähnt hat, aus Harvester Augen. Halt nur abgeändert. Auch nicht schlecht. Und hier ist wieder viel zu viel, was machen kann. Ah! Die Motive sind von der letzten Miss psychisch gestört Wahl. Was? Hier steht, dass Miss September ihren Mann erdolcht und den Hund gegessen hat. Sexy. Benimm dich, Harf. Bitte was? Der ist nun wirklich zu gar nichts Nutze. Hallo, Baby. Benimm dich, Harf. Miss psychisch gestört Wahl. What the shit? Wir haben September. Heute ist Weltkleptomanie-Tag. Hm. Okay. Willst du die Nummer von Miss psychisch gestört, Harf? Oh ja, oh ja, oh ja. Siehst du, das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Traumfrau für Harvey. Nein, ich möchte nicht, dass Harvey denkt, ich sei eifersüchtig. Dann, wer weiß, Edna, vielleicht bist du irgendwann auch mal Teilnehmerin oder irgendwann auch mal misspsychisch gestört, wer weiß. Heute ist Weltkleptomanie-Tag. Das heißt wohl, ich darf das Glas behalten. Jo. Wozu? Sie hat ja kaum was an. Hm. Das ist die Aufgabe von einer Illustration. Inspektor Konrad ermittelt wegen Erregung privaten Ärgernisses. Privaten Ärgernissen? Nein, ich möchte... Aber schon. Den Stinkdrink fand ich appetitlicher. Ein Dialog, der nicht angezeigt wird, okay. Guck mal, Harvey, ein Kalender. Ui, ist das nicht die Miss psychisch gestört vom September? Au! Harvey, benimm dich. Mir fällt gerade auf, irgendwie ironisch. Ich nehme das Ganze im September auf. Also passt zumindest vom Datum her. Oder zumindest nicht vom Datum, aber vom Monat. Guck mal, Harvey. Ein... Au. Harvey. Irgendwie... Nein, ich möchte... Finde ich gut. Nein, ich möchte... In diesem Bild verspätet sich Captain Unbrauchbar um den Bruchteil einer Kalenderwoche. Willst du ja genau wissen, bis September 2015, wer weiß, wann ihr das seht. Was meinst du, Harvey? Das will ich sehen. Ich mach das. Dann mach doch. Drück. Ich mach das. Ich mach das echt. Mach doch, mach doch. Ich mein's ernst. Feige, feige. Edna. Und was jetzt? Es scheint keinen Effekt zu haben. Kein Alarm? Okay. Den will ich nicht. Alarm! Alarm, Alarm! Was meinst du, Harvey? Das will ich sehen. Ich mach das. Dann ich Edna! Und was jetzt? Es scheint... Okay, das hat man schon. Hallo? Ist da der Wachdienst? Ja, Wachdienst hier. Was wünschen Sie? Seit ich die Anlage eingebaut habe, läuft pausenlos der stumme Alarm. Was kann ich tun? Auflegen und die Leitung für andere Kunden freimachen. Danke, Sie haben mir sehr geholfen. Nicht zu danken, ist ja mein Beruf. All diese Dialoge, ey. Ich feier's. Lieber nicht. Vielleicht hat er so einen Luftbewegungsschalter. Wer weiß, vielleicht. Das ist nicht der Rufknopf für die Stewardess. Ja, wir fliegen ja auch mit der ganzen Anlage, wissen wir ja. Wir könnten uns einen viel besseren roten Knopf aus Kleiderbügeln basteln. Nur, dass er dann nicht rot wäre. Ja, nee, das nicht. Und im Zweifelsfall nicht besonders knopfförmig. Man kann ja nicht alles haben. Ich lasse es mir durch den Kopf gehen, okay? Ruf mich einfach an. Du hast die Nummer. Okay. Ich sag, glaub, nichts mehr zu. Ob dieser Knopf die Polizei ruft? Oder nur den Doktor? Vielleicht ist er auch nur Teil der Hintergrundgrafik. Psst. Ach was, sag doch sowas nicht, Harvey. Die kann hier leider nichts ausrichten. Das ist nicht der Rufknopf. Schon. Wird nicht angezeigt. Was meinst du, Harvey? Das will ich sehen. Ich mach... Dann ich Edna! Und was jetzt? Erscheint. Hat man schon. Okay. Wieder Spuren hinterlassen, hey. Das ist kein Hau den Lukas. Aber vielleicht geht er ja dann.
In diesem Bild stürzt Captain Unbrauchbar unglücklich auf den roten Knopf. Oh, sonst irgendwas hier? Stuhl, Mülleimer. Leer. Nehmen. Der würde mich nur behindern. Hallo? Ist jemand da drin? Verschwinde! Das ist meine Mülltonne! Ich habe nur wichtige Sachen. Das funktioniert doch noch einwandfrei. Stimmt, den will ich bestimmt nicht mehr benutzen. Nein! Nein! Der würde mich nur behindern. Wie bitte? Ich soll mein Ticket in die Freiheit wegwerfen? Okay, ich lasse dich, will keine Sachen wegschmeißen. Mann, verdammt, Edna! Lichtschalter, Kalender, haben wir schon. Gut. Ist da irgendwas? Hallo? Warum geht das nicht? Mann! Dachte ich's mir doch. Verschlossen. Kann man da nicht reingucken? Ah, vielleicht ja doch. Hallo Prinzessin. Was macht ein Mädchen wie du in einem Irrenhaus wie diesem? Ach ja, der Schlüsselmeister. Hervorragend besetzt mit Martin Sabel, einem der wohl begabtesten Sprecher, die wir in unserem ständigen All-Time-Cast haben und halt immer wieder gern für jedes Spiel mit besetzen. Ja, überhaupt wie fast an alle Sprecher bin ich damals über deren Tätigkeit, dass sie in Pausen zwischen Engagements, also die Schauspieler in Hamburg, meistens keine andere Wahl haben, als sich halt irgendwo bei einem genre-nahem Tätigungsfeld zu verdingen. Und das war in diesem Fall das Hamburg Dungeon. Und Alex Grimm, der den Harvey spricht und persönlicher Freund von mir ist und war, der hat zu dieser Zeit eben auch in einer Engagementspause zwischen seinen Schauspielertätigkeiten im Hamburg Dungeon gejobbt. Also eine Art Vergnügungspark für gruselaffine Hamburg-Touristen, wo dann halt irgendwelche Pestgestalten auftauchen und brüllen und so weiter. Und da war ein unglaublicher Pool an sehr begabten und begnadeten Leuten, die alle nichts zu tun hatten und die deswegen bei Edna bricht aus halt leicht vors Mikrofon geholt werden konnten. Und ja, der Martin, der ist in der Rolle des Schlüsselmeisters sehr aufgegangen. Ich weiß mal, ich habe sogar ein kleines Video, das ich damals mit meiner Fotokamera vor Ort geschossen habe, damals in den Periskop-Studios, die auch halt parallel zu unserer Firmengründung auch noch im Aufbau waren. Und bei unseren Sprachaufnahmen stand da noch die Hobelmaschine im Vorraum, weil sie halt ihre Wandverschälung für das Studio zwar schon fertig hatten, aber noch nicht für den Vorraum. Und da stand tatsächlich noch irgendwie so eine Kreissäge aufgebaut und so weiter. Da musste man halt erstmal durchlaufen, bis man halt im Studio gelandet war. Und dort habe ich dann auch, weil es für mich ja auch eine Premiere war, Sprachaufnahmen zu leiten, kleines Video geschossen und sobald ich die Kamera anhatte, rutschte Martin in die Rolle von Graf Zahl und beschwor halt irgendwelche Fledermäuse raus, wie er halt zählte und so. Das war sehr beeindruckend, weil plötzlich irgendwie, ja, ich weiß auch gar nicht, ich habe den Faden verloren. Interessant. Warte, antworte nicht. Du bist Edna, stimmt's? Hey. Woher weißt du das? Zum Beispiel, dass er dich im Turm unter Verschluss hält. Wir sind also Leidensgenossen. Man nennt mich übrigens den Schlüsselmeister. Ein putziger Spitzname, findest du nicht auch? Okay. Was weißt du noch über mich? Nur, dass ein dunkles Geheimnis dich mit dem Doktor verbindet. Ein unaussprechliches, düsteres Geheimnis. Er verwendet viel Zeit und Energie darauf, deine Erinnerung auszulöschen. Man könnte sogar sagen, das ist sein persönlicher Kreuzzug. Und dass du immer wieder einen Weg findest, dich zu erinnern, macht ihn rasend. Woher weißt du so viel über mich? Was weißt du noch über mich? Nur, dass ein dunkles Geheimnis dich mit dem Doktor verbindet. Ein unaussprechliches, düsteres Geheimnis. Er verwendet viel Zeit und Energie darauf, deine Erinnerung auszulöschen. Man könnte sogar sagen, das ist sein persönlicher Kopf. Und dass du immer wieder... Das sagt man schon. Weißt du auch, wie ich hier rauskomme? Ja. Was? Ja, ich weiß, wie du hier rauskommst. Ich hatte viel Zeit, um einen Fluchtplan auszuarbeiten.
Nur sind mir hier drin die Hände gebunden. Du hingegen kannst dich da draußen einigermaßen frei bewegen. Und du bist clever. Im Gegensatz zu den meisten anderen Insassen. Und? Wie sieht jetzt dein Plan aus? Zuallererst musst du einen Weg auf die andere Seite der Gitter finden. Dann musst du dir eine Kopie des Generalschlüssels anfertigen. Damit kommen wir aus dem Gebäude raus. Und meine Zellentür bekommst du damit auch auf. Schließlich brauchen wir ein Vehikel, um das Gelände zu verlassen. Klingt simpel, aber... Okay. Wie komme ich auf die andere Seite der Gitter? Du findest sicher einen Weg. Vielleicht über das Wäscheliftsystem. Es gibt ja doch einen dritten Ausgang im Keller. Aber geh bitte kein unnötiges Risiko ein. Wenn du dich da ohne weiche Unterlage fallen lässt, brichst du dir nur alle Knochen. Und das war's dann mit meinem Plan. Mhm. Sehr fürsorglich. Danke. Okay. Wie komme ich an eine Kopie des Generalschlüssels? Zuerst musst du das Original finden. Dann brauchst du Ton für einen Abdruck. Einen Ofen, um den Ton zu brennen, und ein leicht schmelzendes Metall, um die Kopie zu gießen. Gold wäre ideal. Okay, und wir wissen auch genau, wo der herkommt, Adrian. Wo finde ich denn den Generalschlüssel? Das ist leicht. Der Wächter, den Sie Blase nennen, hat ihn. Blase hat heute Monitordienst im Kontrollraum im dritten Stock. Er ist zwar alles andere als aufmerksam, aber was den Schlüssel angeht, so ist er wie ein Schießhund. Vielleicht musst du ihn irgendwo mit beschäftigen. Wir wissen auch genau, womit. Wie komme ich an Gold? Adrian. Knifflig. Dr. Marcel schließt seine Polotrophäen zu gut weg, als dass man daran käme. Die einzige Alternative, die ich sehe, ist Adrians Medaille aus dem Puzzlewettbewerb. Allerdings hockt Adrian in seiner Kissenburg im Aufenthaltsraum wie Graf Rotz und lässt sich von diesem Playboy bewachen. Wie heißt er noch gleich? Drogelbecher. Ja, schon gut. So dämlich wie dieser Adrian auch ist, er hat eine ziemlich gute Gedankenlesernummer drauf. Es könnte sich als knifflig erweisen, ihm die Medaille abzuluxen, selbst wenn du an Drogelbecher vorbeikommst. Ja, wir wissen auch genau, wie wir das anstellen schon. Da müssen wir uns von dem guten Alumann ja ein paar Schocks verpassen. Die Frage ist nur, wie kommen wir jetzt an den Raum am besten ran? Da müssen wir mal schauen. Wie komme ich an Ton? Gute Frage. Der Ton aus der Beschäftigungstherapie ist vollständig zu hässlichen Aschenbechern verknetet worden. Damit lässt sich nichts mehr anfangen. Aber vielleicht hilft es dir zu wissen, dass das Fundament der Anstalt auf einer sehr lehmigen Erdschicht errichtet wurde. Okay. Wie komme ich an ein Vehikel? Alles zu seiner Zeit. So weit sind wir noch lange nicht. Okay. Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Viel Glück, Edna. Hast du sonst noch eine Frage? Erstmal. Warum sitzt du in einer Einzelzelle? Man hält mich für gefährlich. Und sie haben wohl auch recht. Mehr musst du nicht wissen. Okay, du hast uns den Plan verraten. Außerdem hält man Edna auch für gefährlich. Also, ist cool. Was weißt du noch über Dr. Marcel? Er ist ein kranker Mann. Vom Hass geleitet. Seit dem Tod seines Sohnes ist er verbittert und verschroben, schließt sich in seinem Geheimzimmer ein und führt sadistische Elektroschocktherapien an seinen Patienten durch. Ein dunkles Geheimnis verbindet dich mit dem Doktor. Er ist besessen von dem Gedanken, deine Erinnerung auszulöschen. Reicht das als Info? Jupp. Das hat man gleich schon. Was weißt du noch? Er ist ein Kranken vom Hand. Schließt sich. Und ein dunkles Geheimnis. Na, das hat man. Gut dann. Auf deine Hilfe kann ich verzichten. Irrtum. Dann war das alles, okay. Ich muss weg. Grüß die Freiheit. Okay, und mit dem Plan, den der gute Schlüsselmeister für uns geschmiedet hat, beenden wir diese Aufnahme. Und ich sag bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Edna bricht aus. Bis dahin, auf Wiedersehen.